Hi, ich bin Julia von Pointer. Ich stehe gerade auf dem Campus der Uni Hamburg. Im April starten wieder viele Studierende ins erste Semester. Deshalb höre ich mich heute auf dem Campus um, woran man Erstis erkennen kann und welche Patzer den Studierenden selbst als Erstis schon passiert sind. Was hättest du von dem Unileben gerne gewusst, bevor du angefangen hast zu studieren? Ja, dass man halt schon sehr, sehr viel lernen muss. Das war einem so dann doch nicht so bewusst, also schon deutlich mehr als Schule. Dass es Pflichtveranstaltungen gibt, wusste ich nicht. Wie es sich anfühlt, im Zweit- oder Drittversuch zu sein. Selbstdisziplin ist etwas, was nicht von alleine kommt, sondern das muss man machen und üben. Maybe just don't take everything too seriously and enjoy student life, even though it doesn't feel like you have that much free time. You definitely do. Woran erkennt man einen Ersti auf dem Campus? Sie rennen mit Ersti-Tüten rum. Der kommt immer zum ersten Tag direkt mit Laptop, voll ausgestattet, weiß aber noch gar nicht, dass danach erstmal eine Stadtrallye oder alles Mögliche ansteht in der Ersti-Woche. Vielleicht in dem unsicheren Verhalten. Ich glaube, dass sie einfach durch die Gegend laufen und immer so gucken in die Luft, wo man ist und dass sie oft keinen Plan haben, wo es hingeht. Warum sind Erstis eher unbeliebt? Das weiß ich nicht. Habe ich mich auch schon gefragt. Ich will mal nicht als Erste erkannt werden. I didn't know they were. That's new to me. Wenn das so ist, dann liegt das daran, dass sie noch nicht so etabliert sind und nicht den Anschluss gefunden haben. Weil Erstis so ein bisschen aufgedreht sind, jede Party mitnehmen wollen und noch relativ jung sind im Verhältnis zu den älteren Studierenden. Wie verheimlicht man am besten, dass man ein Erste ist? Bombensicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit ist immer gut. Indem man vielleicht straight irgendwo hingeht, wo man hin will. Man rennt nicht mit diesen Ersti-Tüten rum. rennt nicht mit 10.000 Büchern durch die Gegend. It's all about fake it till you make it. Was waren deine größten Patzer als Ersti? Patzer? Oh Gott, ich bin in der ersten Woche gegen die automatisch aufgehende Tür gelaufen. Glaube ich, die O-Woche, das ist in Münster, wo man eine Woche lang säuft. Natürlich komplett abgeschossen. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit einem Professor, die sich natürlich geregelt hat, ist alles aus der Welt geschafft. Aber ohne Anwalt ist es schwierig, darüber zu sprechen. Ich bin eine Woche zu früh zur OE gekommen und stand hier auf dem Campus und wusste nicht, wo die OE war. Zu spät zur großen Vorlesung kommen ist beim ersten Mal unangenehm, aber danach geht's dann irgendwann einfach die Hintertür nehmen, nicht vorne rein. I didn't understand the registration system, so suddenly I hadn't signed up for any courses or exams. So yeah, that was my biggest mistake, but it was okay. It turned out fine.